Susanne Regin wurde in Bayreuth und Umgebung bekannt als Jodlerin. Sie gewann Nachwuchswettbewerbe und kam so 1961 zu einem Plattenvertrag. 1962 lernte sie Peter Hinnen kennen und schätzen. Die beiden wurden ein Paar. Sie veröffentlichten als Peter und Sue drei Singles und später eine Langspielplatte mit Volksmusik. Susanne Regin gab ihren Beruf als Kosmetikerin auf, verdiente aber zu Anfang zu wenig im Schaugeschäft, weshalb sie einen Job für eine Sommersaison in einem Hotel annehmen wollte. Es folgte eine Fake-Tour, die ohne Beispiel bleiben sollte. Stoff für ein Drama oder eine Komödie, je nach Sichtweise, was Susanne Regin hier schildert. Ich bin da gerade zum Reisebüro in Bayreuth und habe mir da die Fahrkarten geholt, hatte die Zusage, jawohl, ich kann das machen, so als Zimmermädchen. Und komme nach Hause und da steht da so ein gelber Kamanchia da vor dem Haus mit einer Nummer, nichts Bayreuth. Und ich gehe hoch und da sitzt dann ein Live-Mann da. Und die hatten damals diesen Hit, Gaucho Mexicano. Und die Schwester von Werner war schwanger, das durfte natürlich im Endeffekt fast niemand wissen, wurde verschwiegen und hat er eine Partnerin gesucht. Und da bin ich erstmal auf Tournee gegangen mit Werner Leismann, die Stimmen haben gepasst. Da bin ich auf Tournee gegangen mit Werner Leismann als Renate Leismann. Lustig war es, wo wir in Bayreuth waren und die alle in der ersten Reihe gesagt haben, Mensch, das ist doch die Susi. Der Fake mit der falschen Renate Leismann wurde auch in Bayreuth nicht aufgedeckt, in jener Stadt, wo Susanne Focke, wie Susanne Regin bürgerlich geheißen hat, ihre ersten Schritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, unternommen hat. Susanne Regin erinnert sich. Ich bin in Bayreuth aufgewachsen und zu der Zeit war gerade der Franz Lang mit seinem Appenzeller-Jodel. Und den Appenzeller habe ich toll gefunden und habe dann den Appenzeller gelernt, den Jodel. Und das fiel natürlich dann irgendwie ein bisschen auf und dann hatte ich da hin und wieder so am Wochenende, man kann sagen Engagements. Am Anfang habe ich praktisch nur gejodelt. Meistens eben diesen Appenzeller und dann kamen sonst noch ein paar Sachen dazu. Dann war mal so ein Jekami-Abend mit Toni Schwegerl. Und Henning wurde ja auf mich aufmerksam, weil, ich weiß nicht, hatte glaube ich irgendwelche Aufnahmen und weiß der Teufel. Wie gesagt, ich wurde nie Erste bei dem, weil die anderen haben da Rock'n'Roll gesungen und ich habe halt da mit meiner Jodelei rumgefuchtelt. Und so bin ich dann da zum ersten Vertrag gekommen mit Horst-Heinz Henning. Produzent Horst-Heinz Henning bestellte die junge Frau nach Frankfurt, wo vor den Aufnahmen im Studio andere wichtige Termine auf dem Programm standen, wie Susanne Regin weiß. Horst-Heinz Henning, der hatte ein wichtiges Fußballspiel an dem Wochenende, Frankfurt gegen Nürnberg. Und er hatte Tribünenplätze und hat mich da mitgenommen. Und dann haben die da ein Tor geschossen, die Frankfurter, und alle haben gejubelt außenrum. Da dachte ich, na, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen interessieren. Dann haben die Nürnberger ein Tor geschossen. Und ich natürlich gejubelt für die Nürnberger. Du lieber Gott. Die haben mich alle angeschaut, als ob sie mich lynchen wollten. Und dann hat Horst-Heinz Henning gesagt, ich soll doch lieber vor dem Stadion warten. Ne? Und in der Nacht sind wir dann endlich im Studio gelandet. Mit dem kleinen Stern. Das ist die Geschichte von einem kleinen Stern, die euch Susanne jetzt erzählen wird. Ein kleiner Stern am großen Himmel zählt, der schaut von fern herab auf diese Welt, weil ihm von unten immer in der Nacht ein anderer Stern entgegenlacht. Der kleine Stern vom großen Himmel zählt, möcht schrecklich gern hinunter auf die Welt, um einmal nur zu jenem Stern zu gehen, den er von oben immer in der Nacht gesehen. Er bat nun den Mond, erlaub mir die Reise, doch der lächelt klug und sagte weise, was da von unten immer in der Nacht so freundlich dir entgegenwinkt und lacht.
mein kleiner Stern, ach, nimm es nicht so schwer. Das ist dein eigener Schein, der spiegelt sich im Meer. Und so, wie es diesem kleinen Stern erging, geht es auch manchmal uns Menschen. Aber vielleicht will uns das Leben nur vor einer Enttäuschung bewahren, wenn es uns einmal einen Wunsch nicht erfüllt. Ein kleiner Stern, die A-Seite der einzigen Single von Susanne Regin, die 1961 veröffentlicht worden ist. Die Nummer wurde übrigens 1968 ein zweites Mal, und zwar von Mary Rose, aufgenommen und ist auf ihrer LP »Die kleine Stadt will schlafen gehen« enthalten. Der Künstlername Susanne Regin hat einen realen Hintergrund, erklärt die Sängerin. Mein Mädchennamen wollte ich nicht nehmen, weil mein Vater ja ziemlich als Maler bekannt war. Und beide Vornamen sind Regina Susanne und dann hat man das halt genommen. Dank dem kleinen Stern wurde Susanne Regin 1962 für eine große Tournee mit verschiedenen Stars wie Gus Bacchus, Lolita und dem Begleitorchester Max Greger verpflichtet. Susanne Regin sollte dort als Jodlerin auftreten, was ihr widerstrebte. Bei der ersten Greger-Tournee wusste ich auch nicht so ganz genau, was ich da überhaupt singen soll. Die wussten, dass ich jodel. Aber ich habe gesagt, nee, also jodeln, puff, die anderen, die singen da die Tagesschlager. Jetzt ist doch Twist modern oder so irgendwas. Das stand auf den Plakaten, Susanne Regin, Jodel-Twist. Und ich habe dann wirklich eine Twist-Nummer gesungen. Susanne Regin und einer der Stars der Tour waren die jüngsten Künstler im Tross. Der Star hieß Peter Hinnen und die beiden kamen sich dort näher, gesteht Susanne Regin. Auf der ersten Greger-Tournee, auf der überhaupt ersten Tournee mit den ganzen Gus Bacchus und was weiß ich noch alles, wer da dabei war. Da haben wir uns kennengelernt und er hatte irgendwie erfahren, dass ich ja vorher schon mal ein Engagement hatte, eben im Kindli in Zürich, wo Peter ja praktisch, man kann bald sagen, fast aufgewachsen ist. Und er hat das irgendwie erfahren und hat mich dann gefragt, sag mal, du jodelst doch auch. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich auch, aber das passt hier nicht ins Repertoire von den anderen Sängern. Der hat dann gesagt, ja, komm doch mit, ich fliege nach Zürich und die würden sich freuen, wenn sie sich im Kindli wieder mal sehen. Und dann sind wir halt nach Zürich geflogen und dort kam Werner Schmidt auch irgendwie dazu und hat gesagt, ja, also wieso könnt ihr nicht irgendwie ein bisschen zusammen und was weiß ich. Und hinter meinem Rücken eigentlich wurden da die Fäden gezogen, dass der Produzent von Peter, dass der uns dann nach ungefähr einem Jahr so mehr oder minder zusammengespult hat und hat gesagt, ja Mensch, ihr könnt beide gut jodeln und es wäre doch was. Und da kamen halt diese Cowboy-Vagabunden. Schön. Überall da waren wir und haben viel gesehen. Hey, Cowboy Vagabunden ziehen singend durch Amerika. Cowboy Vagabunden ziehen singend durch das Land. La 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 la. Oh la 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 la. Mittendrin. Nur Alaska fehlt uns noch, da fahren wir morgen hin. Hey, Cowboy-Vagabunden, ziehen singend durch.
Peter und Sue, das neue Duo mit der A-Seite seiner ersten Single mit den Cowboy Vagabunden. Das Lied erreichte Platz 22 in der deutschen Hitparade. Stilmäßig passte der Titel in das Jodel-Cowboy-Image, welches Peter Hinnen zu jener Zeit erfolgreich vertrat. Trotz des Erfolges, den das Paar als Cowboy-Jodler genoss, streckte Produzent Franz Schmidt-Norden diese Masche nicht weiter. Susanne Regin erklärt die Änderung im Stil. Nicht bei jeder Tournee passen diese reinen Jodelnummern so gut rein. Die einen singen da irgendwas Rock'n'Roll oder was weiß ich, und da passt es nicht so gut rein. Und dann haben wir es einfach mehr ein bisschen kommerziell gemacht und nicht mehr so auf, ja, reiner Jodelstil. Bleib doch bei mir, frage nie warum. Oh, 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 glaub nicht, dein Herz muss immer wandern. Schau dich nicht um, schau dich nicht um, schau dich nicht um, schau dich nicht um. Wenn sie reden, hör nicht hin. Wenn sie lachen, schau nicht hin. Wenn sie rufen, geh nicht hin. Lass sie doch stehen. Willst du tanzen, tanz mit mir. Willst du ausgehen, geh mit mir. Willst du küssen, komm zu mir. Oh, das ist schön, so schön. Ein neuer Sound für Peter und Sue im Jahre 1965, Schau dich nicht um, entsprach dem Klang der Popmusik der 60er Jahre, er entsprach aber nicht dem Image von Peter und Sue, weshalb die Platte floppte. Peter und Sue waren beide in der Volksmusik verwurzelt und hatten diese auch stets gepflegt. 1966 bot sich dem Duo die Chance, auf eine große Japan-Tournee zu gehen. Hektisch und erfolgreich war die Zeit, meint Susanne Regin. Unsere beste Zeit war eigentlich, wo wir dann die eigene Gruppe hatten, Peter und ich, Peter Hinnen und Sue, in Swiss Folklore Group, und zum Beispiel, wo wir 66 in Japan waren, das halbe Jahr. Das war damals die längste Tournee, die überhaupt jemals eine europäische Gruppe gemacht hatte. 6 Wochen. Vor Abflug nach Japan haben wir den Vertrag unterschrieben. Es war eine Idee von Daniel Schmidt und wir hatten noch nicht mal Musiker. Das muss man sich vorstellen. Dann haben wir den Vertrag unterschrieben mit einem gewissen Mr. Uchimo. Ja, und dann haben wir erstmal in Zürich Musiker gesucht. Ja, der eine, der war eigentlich Barpianist, der Regli. Es ging alles so schnell, wir sind gar nicht groß zum Überlegen gekommen. Ich weiß, dass ich sogar noch vom Italiener Regli, weil ich glaube, ich da irgendwie was singen müssen, Italienisch, da habe ich den Text noch im Flugzeug gelernt. Als das Paar nach einem halben Jahr aus Japan zurückkehrte, hatte sich das Geschäft gewandelt. Englische Musik dominierte den Markt und auch privat änderte sich etwas. Susanne Regin meint, 68 ist ja unser Sohn geboren, wir haben auch 68 geheiratet, wir waren über 6 Jahre schon zusammen. Und dann
gab es noch Auftritte, logisch. Aber mit Plattenzeugs war es halt nichts mehr großmächtig. Anfangs nahm das Paar das Kleinkind mit zu den Auftritten. Regine wollte dem Kind ein Aufwachsen mit Dienstmädchen ersparen. Eine neue Zeitrechnung begann. Mit den Auftritten habe ich aufgehört. Da war Dominik ungefähr ein Jahr alt. Und da habe ich zu Werner Schmidt gesagt, dass ich muss mir was anderes überlegen. Da hat mir der Werner gesagt, okay, er traut es mir zu. Wie gesagt, er hat ja her nach Deutschland gebracht, das Musical. Dann lief es so gut, dann ging das nach Essen, Her 2. Und dann wollte also Berlin, Her 3. Und dann hat der Werner mit einer Seelenruhe gesagt, na okay, dann gehst du nach Berlin und machst PR. Susanne Regin hat nach ihrem Rücktritt von der Bühne nie mehr gesungen. Mitte der 70er Jahre wurde die Ehe mit Peter Hinnen geschieden. Blenden wir jetzt noch einmal zurück in das erfolgreichste Jahr des Paares, in das Jahr 1966, als sich abzeichnete, dass Peter und Sue auf Volksmusik setzen würden, dank der bevorstehenden Japan-Tour, schaltete die Plattenfirma schnell. Es entstand eine letzte Duett-Single von Peter und Sue mit dem Titel Mies Jödeli. Zwei Dinge sind speziell daran. Erstens, Susanne Regin singt Schweizerdeutsch und zweitens, Susanne Regin hat den Titel selbst geschrieben. Sie meint dazu: Den Text habe ich mal so nebenbei geschrieben, irgendwie, das fiel mir ein. Ich dachte, mein Gott, die Schweizer sind so nett und die finden das toll, weil ich habe dann ziemlich schnell Schweizerdeutsch gelernt. Zum Schluss hören wir diese Eigenkomposition aus dem Jahre 1966. Vorher aber sage ich Susanne Regin, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und hier kommt's, Mies Jödeli mit Peter und Sue. Mies Heimatland ist doch am schönsten, Mies Schweizerland, das han ich gern. Drum han ich für dich es Liedli, mir gehört's von nöch und fern. Es Jödeli isch es Frieses, noch ich han's immer dabei. Es geht mit mir auf Reise, die kleine Melodie, Jolala, Jolala, Uli, Jolala, Jolala, Uli, Jolala, Jolala, Uli, Jolala, singet sie da, da sag ich ihm, das ist Mies Jödeli, es bleibt mir Tag und Jahr. Das Liedli ist mein Talisman, im Schweizerland singt man das so. Das ist für mich ein Heimatklang, wie Sorge macht's mich bald froh. Jolala, jolala, auf Memory Radio.